Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Ixia 2. Wir befinden uns, ihr seht es oben rechts, im Hauptkapitel, genauer gesagt in Kapitel 10, Donner in der Ferne. Und beim letzten Mal haben wir uns hier bis zu den Epsilia-Ruinen durchgeschlagen und stehen jetzt vor der sogenannten blauen Passage. Und die werden wir jetzt mal betreten und uns dann auf die Suche nach dem Streukatalysator begeben, der höchstwahrscheinlich hier irgendwo sein wird. Nova wasn't kidding. No sign of Spirit Arts or Spyrex here. I think it's still alive. Careful. The security systems might still be online. It's better than standing out in the thunderstorm and wetting ourselves. Just so we're clear, I'm not some fraidy cat, you know. Das hat doch keiner gesagt. Ich weiß, du bist ein tapferes Mädchen, oder? Es ist doch nichts dabei, Angst zu haben. Also ich glaube, Els Charakter entsprechend wäre die linke Variante, erstere Variante die bessere. Aber die zweite ist ja eigentlich auch richtig. Man könnte natürlich auch sagen, dass es völlig in Ordnung ist. Jeder Mensch hat natürlich seine Ängste. Und bei Elle ist natürlich der Donner, weil sie schlechte Erinnerungen mit dem Donner hat. Und ich hatte beim letzten Mal ja ganz kurz angeschnitten, ich weiß mittlerweile, dass es mindestens drei verschiedene Enden gibt. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Beziehung zwischen den beiden hier, zwischen Luga und Elle, dabei eine wichtige Rolle spielt. Deswegen, ich überlege hier bei Entscheidungen, die Elle betrifft, jetzt doppelt so lange als bei anderen Entscheidungen. Ach komm, wir sprechen ihr mal ein bisschen Mut zu und sagen Ersteres. Ich glaube, das kommt bei ihr besser an. And don't you forget it, okay? She's pushing herself too hard. If she needs to cry, she should just let herself. She's just a scared little 8-year-old who's been away from her father far too long. I was only 6 when I destroyed the Exodus organization. Du bist ein Sonderfall. You're a special case. When Louise was 8, crying was all she ever did. Poor Tipo was always sopping wet with tears. Sorry wegen meiner Lache gerade. I don't see him. Yeah, I don't see him either. Was Rollo with us when we entered the rift? I honestly can't remember. Gute Frage, aber sorry für meinen Lacher gerade. Aber genau in dem Moment, als Leia sagte, du bist ein Sonderfall, habe ich exakt das gleiche gesagt und gedacht. Das war mal wieder sensationell. War Rollo bei uns, als wir den Riss betreten haben? Scheiße. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Als wir noch in Dredin waren, da bin ich mir 100% sicher, dass er noch dabei war. Aber als wir den Riss... Ist er da nicht irgendwo weggelaufen? Mit dem Riss ist natürlich der Dimensionsriss gemeint, gehe ich doch ganz stark von aus, oder? Und ich glaube, der ist da weggelaufen. Ich sag mal, ich bin mir nicht sicher. Well, that was helpful. Ja, oh, danke. Come on, Luger. You need to be a more attentive kitty daddy. Da ist er doch. Rollo, why are you being a butthead? It seems we are meeting again, Scion of Kresnik. Who said that? You may refer to me as Odin. I am the system that oversees Thor, the Ark of Time. What the Ark fuck? Of Time? It's one of the Waymarkers. Yes, indeed, I am. You're a Waymarker that knows you're a Waymarker? I know far more than that. I know about you as well. All your weaknesses, to be exact. I warn you, leave while you can. Unless you wish to face your demise. Are we heading further in? This Odin fella sounds like he means business. There's only one way to find out. Let's go say hello. That just now? That's the Mila I know. You're right. Oh ja.
Okay, aber was interessant ist... Wow, Hilfe. What are you so angry about? Was interessant ist, seltenes Metall, das ist auch interessant, aber was interessant ist, wenn hier weder Geisterartes noch irgendwelche Spyrex-Geräte aktiv sind, wie läuft das Ganze denn hier? Nur durch diesen Wegweiser Odin? Und Odin ist natürlich auch ein sehr bekannter Name in der Final Fantasy-Reihe, deswegen war ich gerade etwas geschockt, als ich den Namen gelesen habe. Aber hören wir uns erstmal das Zwischengespräch an, die Struktur der Splitterdimension. How did that voice guy know that this is a fractured dimension? If it wasn't you, then some other interloper probably told him. You mean the fractured dimensions might have their own set of agents? That actually makes sense. We've already encountered another Mila, so why couldn't there be another Luger too? But that Mila isn't the same Mila as our Mila. Excuse me? Although, she's just as scary. But if agents from fractured dimensions were destroying each other's worlds, wouldn't the fracture problem take care of itself? Kronos could be making more fractures than the agents can destroy. How? How would I know? Ist das so, dass Kronos tatsächlich so viele Dimensionen errichten kann, wie er will? Das ist alles viel zu kompliziert für mich. Oder das wäre dann aber ziemlich tragisch. Sagen wir mal zweiteres. It really would. It would be a continuous cycle of destruction with no purpose. And just who's deciding which destruction has a purpose? Are you that convinced of the supremacy of your dimension? Well, I don't... Stop pretending you're heroes and admit your motives are selfish. You owe that much to the people you're eliminating in order to save yourselves. Man kann... I'm sorry, Luger. I shouldn't have put it like that. But if the fractured dimensions are all different possible alternatives to this one, I wonder if any of them contain a world where we don't have to do this. Aber man kann die Mila natürlich auch verstehen, dass sie aus einer anderen Splitterdimension kommt. Und wir führen uns ja wirklich mehr oder weniger so auf, als wäre unsere Dimension die einzig wahre. Da kann ich ihr Verhalten schon irgendwie verstehen. Es ist ein sehr interessantes Thema und ein sehr interessanter Mechanismus hier, was die Türen angeht. Ach, das war eine Truhe. Glühfrucht. 6 Stück. Okay. Und ein geheimer Samen. Ebenfalls 6 Stück. Aber da können wir nicht hindurch. Nur von der anderen Seite anscheinend. Okay. Also dieser Dungeon ist vom Design her schon mal sehr interessant. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Portal. Ein Spiel, das ich übrigens nie gespielt habe, aber bei sehr vielen ja sehr beliebt ist, muss ich demnächst auch irgendwann mal in Angriff nehmen. So, hier geht's runter und da geht's hoch. Wo wollen wir zuerst dann? Gehen wir erstmal nach oben. Und die Türen, die können wir erst sehen, wenn wir in deren Nähe sind. Und hier sind einige Truhen. Also das Design, muss ich sagen, gefällt mir wirklich extrem gut. Ein Opal erhöht die Windresistenz. Ich gehe mal kurz an alle Felder hier ab. Auch in Befürchtung, dass wir vielleicht irgendwo hier runterfallen, aber sieht nicht so aus. Sammeln wir erstmal alles ein. Aquamarin erhöht die Wasserresistenz. Ein Granat erhöht die Feuerresistenz. Gegenstände, die wir alle schon irgendwann mal eingesammelt haben. Und auch ein Rubin erhöht die Resistenz gegen Erde. Aber wenn ich mich richtig erinnere, können wir diese Gegenstände auch sehr gut verwenden, zum Beispiel bei den Spezialitätenläden, wo wir Waffen und Rüstung anfertigen lassen können. Achso, da ist Wasser im Weg, deswegen können wir da nicht lang. Sprich, wir müssen wahrscheinlich erstmal irgendwie das Wasser ablassen. The walls here are so strange. It isn't Spyrex. I've never seen anything like it. Vielleicht gibt es in dieser Dimension hier noch eine andere Technologie. Oder dieser Odin, der Wegweiser, wie er sich selbst nennt,
hat das hier wirklich alles komplett unter Kontrolle. Ein Mondstein erhöht die maximale TP um 20%. Das ist gar nicht mal so schlecht für viele, die zaubern bzw. magische Arte benutzen. Was hat Mila denn momentan? Den Geistesring. Erhöht die Psyche um 10%. Sprich die magische Verteidigung. Aber ich glaube, der Mondstein... Okay, dann gehen die Werte natürlich ein bisschen nach unten. Aber eigentlich nur minimal. Lieber ein bisschen mehr TP. 228. Können wir ein paar mehr magische Arte benutzen. Aber das mit den Wänden ist wirklich extrem cool gemacht. Gefällt mir außerordentlich gut. So ein Dungeon gab es auch im ersten Teil überhaupt nicht. Das ist mal was komplett Neues hier. Auch die Musik ist sehr interessant und der Dungeon ist sehr groß. So, da links haben wir jetzt eine Plattform oder so. What is this thing? Looks pretty suspicious to me. Aber Leute, ich möchte erstmal die anderen Räume eben abchecken. Da werden wahrscheinlich auch wieder Truhen sein, die wir schon von der anderen Seite immer gesehen haben. Zumindest den. Is that some kind of monster? It seems different from the others. I don't know. Should we fight it? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir? Truhen scheint es hier keine zu geben. Wow! Uiuiuiui. Da habe ich aus Versehen L3 gedrückt. Da hat das Vieh mich auf einmal angegriffen. Okay, die Frage stellt sich nicht mehr. Auf in den Kampf! Ein wanderndes Skelett. Mit Resistenzen gegen alles. Level 48. Oh, die beiden Angriffswerte. Holy shit. Und Kampfstilgeschwindigkeit. Das gefällt mir schon mal nicht so gut. Und das Vieh ist außerordentlich schnell. So, komm, verfolg mich mal. Verfolg mich leider nicht mehr. Mach jetzt mal hier einen schönen Angriff. Den habe ich gerade noch so durchbekommen. Aber das macht kaum Schaden. Holy shit, nochmal. Da müssen wir auf jeden Fall mit verbundenen Arte arbeiten. Sonst machen wir hier absolut keinen Schaden. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Legt er sich auf? Das ist Elise Dunkelheitsangriff. Sehr schön. Oh, der macht einen höllischen Schaden. Holy shit. Was trägt das Ding denn bei sich? Soll das ein Schwert darstellen oder sowas ähnliches? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir wieder in der verbundenen Art Serie. Ich habe keine Ahnung, was wir noch mit dieser Shit machen können. Weil ich dreimal die Deite gemacht habe. Male Deite Axt. Scheiße. Egal, da muss ich mich demnächst mal wieder ein bisschen besser erkundigen, welche verbundenen... Oh, die sind versteinert. Welche verbundenen Arte wir mit Luga machen können. Machen wir mal einen Distanzangriff hier. Macht aber auch nicht sehr viel mehr Schaden. Ich glaube, ich wechsle mal zu Luga. Bitte zu den Schwertern wechseln. Aua. Jetzt mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, verfolgt mich mal. Boah, ist der schnell. Holy shit, geh weg. Wenn man den am Arsch kleben hat, dann bleibt er einen auch nicht fern. So. Aua. Oh, ich bin schon wieder versteinert. Elise, Hilfe. Dankeschön. Holy shit. So, dann habe ich hier schon fast keine andere Wahl, als in den Chromatus-Modus zu wechseln. Jo, und das macht schon ordentlich mehr Schaden. Das ist sehr schön. Und diesmal möchte ich versuchen, die mystische Art zu machen. Ah, so geht es, tatsächlich. Sehen wir das, glaube ich, zum ersten Mal. Jo. Das hatte doch was. Also für schwere Kämpfe kann man das schon mal so auf jeden Fall nehmen. Und wir haben eine Energieeinheit bekommen. Ich denke mal, die wird noch wichtig sein. Sprich, wir mussten dieses Monster besiegen. Well, the monster dropped this. If only we knew what to do with it. Ich vermute mal, dass wir mit dem Viech jetzt diesen einen Kontrollpunkt, an dem wir vorhin vorbeigelaufen sind, aktivieren können. Aber wir gucken erstmal, was die Katze gefunden hat. Hey, not bad. Nicht viel. Aber in Drellin haben wir immerhin jetzt schon mal alle Objekte gefunden. Aber es fehlt immer noch eine Katze. Deswegen nochmal nach Drellin. So, können wir hier eigentlich schon weiter? Sieht
nicht so aus. Da glitzert's, aber da können wir nicht entlang. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Schalter und gucken, was wir mit dem machen können. Energieheit in das Gerät einführen. Yo. Oh, das ist eine Fledermaus im Hintergrund. Ich hoffe, die kommt nicht mit. Nö, sie fliegt einfach weiter. Gerät wurde gestartet. Was auch immer das Gerät jetzt bewirkt hat, irgendwas Gutes ist bestimmt passiert. Entweder ist das Wasser jetzt weg. Nein, das Wasser ist noch da. Dann gehen wir nochmal den anderen Korridor wieder entlang. Vielleicht können wir dem jetzt weiter entlang laufen. Ansonsten habe ich keine Idee, wo es hier weitergeht. Ne, hier kommen wir anscheinend auch nicht weiter. Dass wir aber auch nicht da drüber steigen können. Geh mal weg, du blödes Monster. Beim Ausweichen drücke ich immer aus Versehen die L3-Taste. Aber was hat das jetzt gebracht, dass wir das Gerät aktiviert haben? Kann ich hiermit irgendwas machen? Anscheinend nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tales of Exile jetzt bei hier auf einmal mit Rätseln anfängt. Denn dafür ist die Tales of-Reihe eigentlich nicht bekannt, dass man großartig Rätsel lösen müsste. Deswegen gucken wir nochmal den ganzen Räumen kurz vorbei, ob sich hier irgendwas getan hat. Sieht aber nicht danach aus. Gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Vielleicht hat sich beim Eingang irgendwas getan. Also das Wasser ist auf jeden Fall noch da. Ach, da ist noch ein Gang. Sind wir da schon drin gewesen? Ja, waren wir. Da waren die vier Truhen drin. Hier ist auch nichts. Das ist ja sehr mysteriös. Und schwimmen können wir immer noch nicht. So, können wir hier an den Wänden irgendwas machen? Da geht es raus. Hier hat sich auch nichts getan. What the fuck müssen wir jetzt hier tun? Ich habe keinen Schimmer und ich glaube, das gab es bislang in diesem Spiel auch nicht so häufig, dass ich mal an einer Stelle gehangen habe. Gucken wir nochmal auf die Karte. Was gibt es denn hier für Gänge? Ich denke, ganz rausgehen wäre auch Quatsch, oder? Oder kann ich an den Dingen selbst jetzt noch was machen? Kann ich das jetzt nochmal aktivieren oder so? Das wird es wahrscheinlich sein. Eine Art Aufzug oder sowas? Wahrscheinlich, ne? Ach, ihr könnt mich ruhig intelligent nennen. Bente nennt euer Übertragungstor. Die verfügbaren Tore werden unten angezeigt. Zweites Osttor. Mal gucken, wo wir jetzt landen. In einer neuen Etage. Interessant, also der Dungeon hier scheint etwas. So you say, but we sure aren't going back. Okay, da hat sich Udin gerade wieder gemeldet. Dieser Dungeon scheint wirklich etwas größer zu sein. Aber soll uns nicht stören. Ein Raum voller nichts. Da können wir hier schon mal durchlugen. Mit Luga durchlugen, versteht ihr? Aber auf der anderen Seite scheint auch nichts zu sein. An der Decke auch nichts Auffälliges. Sehr mysteriös. Gegner lasse ich immer noch so ein bisschen beiseite. Da unten könnten wir dann gehen. Aber erstmal wieder die obere Tür abchecken. Und wir sehen, ein weiterer Raum voller nichts. Sorry, kurzer Räusperer. Musste mal wieder zwischendurch leider Gottes sein. So, hier unten haben wir glaube ich auch noch eine Tür. Oder auch nicht. Aber da können wir das überprüfen. Ah, den Kampf konnte ich leider nicht mehr ausweichen. Aber ich kann ja eigentlich auch mal flüchten, denn ich habe jetzt gerade keinen großen Bock zu kämpfen. Welches Level seid ihr eigentlich? Das interessiert mich noch. Level 45, okay. Trotzdem drauf, obwohl wir gleich fliegen. Und wir haben trotzdem einen zerbrochenen Zahn noch mitgenommen. Sehr schön. So, jetzt können wir die Bestiendung, das Bestiendung doch noch wegwerfen. Wunderbar.
So, warum ich jetzt so zurücklaufe, keine Ahnung. Viel Sinn ergibt das nicht. So, ne, hier ist tatsächlich... Was ist hier nicht? Ach, da ist eine Tür. Ah, man muss nur richtig gucken. Habe ich doch richtig gesehen, dass in der unteren Etage noch was war? Knochenleim. Ein Klebstoff, der aus wilden Bestien hergestellt wird. Ist Händlern einiges wert. Okay. Interessant. Und Gelatine. Wird sowohl zum Kochen als auch zur Herstellung von Superkleber verwendet. Damit wachsen dir zusätzliche Haare auf dem Bauch. Na, vielen Dank. Kein Interesse. Aber man findet hier auf jeden Fall sehr seltene Gegenstände. Was ja schon mal auf keinen Fall schaden kann. So, hier haben wir noch einen Raum. Wie vermutet, mit einem Hauch von Gornix. Die Räume sind mir immer noch am liebsten. Wow. Bitte nicht in den Gegner reinrennen. Da kommen wir in eine unterirdische Höhle. Ist die Frage, möchte ich hier sein? Und gibt es hier irgendetwas? Denn hier scheinen nur zwei Sackkassen zu sein. Und ich habe schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, Sackkassen sollte man als Rollenspieler immer als erstes abchecken. So, und als allererstes sollte man auch immer die nervigen Gegner beiseite räumen. In Anführungszeichen, beziehungsweise in Klammern, die Fledermäuse. Ich hasse sie. Ich hasse fliegende Viecher. Ich kann sie in keinem Spiel ab. So, mal eine verbundene Arte zwischendurch. Und beim nächsten Mal, wenn wir wieder in der Grenzüberschreitung sind, muss ich unbedingt dran denken, nie das mystische Atem mal zu zeigen, denn die habe ich selber auch noch nicht in diesem Spiel gesehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie die aussehen wird. Ein paar neue Fertigkeiten, sehr schön. So. All die Getränke hier zu nehmen, bringt uns leider nichts. Haben wir schon beim letzten Mal festgestellt, weil die Gegner ein höheres Level als wir haben. Und selbst wenn wir einen heiligen Trank zu uns nehmen, würden sie uns trotzdem angreifen. Ein Eis am Spiel, so mitten in der Höhle. Wer hat das da bloß liegen gelassen? Ach, ich habe doch keinen Bock zu kämpfen. Deswegen hasse ich solche engen Gänge. Da kann man den Gegnern nicht ausweichen. So, aber die sind relativ schnell. Aua, Geschichte wollte ich sagen. So, und da war es auch schon um die Monster geschehen. You're amazing. I guess I overdid it. Wie so häufig, liebe Mila. Okay, weiter geht es. Gehen wir noch eben den anderen Gang entlang. Was haben wir da denn für ein Monster? Ah, doch nicht dich. Das andere Monster da am Ende des Ganges sah aber besonders aus. So, was habt ihr für welche? Wieso haben wir alle schwäche Wind eigentlich? So, und weg ist es. Und der Ruden, der hält auch gar nicht so gut aus, glaube ich, oder? Aber der schützt sich die ganze Zeit. Das geht einen auf die Eier. Deswegen machen wir erstmal das Ding platt. Ach, und ich sehe gerade, ich habe kaum noch TP. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, sich mal mit Elise zu verbinden. Denn sie hat ja die schöne Partnerfertigkeit, dass sie uns ab und zu ein paar TP vom Gegner zuteilt. Deswegen werde ich mich jetzt mal eine Zeit lang mit Elise verbinden. Zumindest bis zum nächsten Levelaufstieg. Achso, nee, das war doch kein besonderes Monster. Sah nur aus der Ferne besonders aus. Aber da scheint es eh nichts zu geben. Von daher drehen wir wieder um und stellen fest, der Gang hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber sei es drum. Man möchte natürlich als Rollenspieler jede kleine Ecke erkunden gehen. Dann haben wir wieder so einen Aufzug, nehme ich an. Da konnten wir was überprüfen. Und weil ich zu neugierig bin, laufe ich natürlich in den nächsten Kampf. Und auch ihr habt eine Windschwäche. So, aber jetzt muss ich erst mal mit dem TP ein bisschen sparen. Elise, gib mir TP! Aber auch mit normalen Angriffen geht das relativ flott. Und ein bisschen Erfahrung können wir natürlich auch wie immer gebrauchen. So, noch mehr verrottete Knochen, da haben wir doch schon genügend von. Da können wir nicht keinen einzigen Knochen mehr tragen. Wow, das war knapp. Den Kampf gerade noch so ausgewichen. Hier haben wir noch feinstes Fell. So. Gegenüber waren wir schon, da war nichts zu sehen.
So, auch immer schön, wenn man einen Raum betretet und dann wieder, beziehungsweise einen Raum verlässt und ihn dann wieder betretet, dass auf einmal komplett neue Monster hier spawnen. Auch sehr interessant. So, da ist eine Tür mit zwei Gegenständen. Das nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Wirbelnde Muschelschale. Okay. Und eine Kristallmuschelschale. Wer auch immer so etwas in so einen großen Raum platzieren sollte. Nein, wir werden noch nicht gehen. Aber ich glaube, es wird auf einen Kampf leider Gottes hinauslaufen. Weitere schöne, seltene Gegenstände, die wir hier finden. So, da ist noch ein Sack, den ich fast übersehen habe, mit Puddingkuchen. Sorry, noch ein Räusperer. Und den Puddingkuchen, den können wir eigentlich mal zu uns nehmen. Stellt 25% TP wieder her. Fressen wir den mal. Aktuell sowieso ganz gut. Und dann können wir noch einen weiteren Puddingkuchen mitnehmen. So. Ich denke mal, auf der Etage wird es bestimmt wieder ein Monster geben, das wir noch besiegen müssen, um wieder so ein Energieteil zu bekommen, oder? So wie in der ersten Etage. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder nichts. Da geht es wieder in eine Höhle. Und da geht es wieder in einen Gegner hinein. Ach, ich habe keine Lust auf Kämpfe, während ich Dungeons erkunde. Ach, ich bin ja mit Elise verbunden. Ich dachte gerade, hey, was ist das denn für eine verbundene Art? Egal, wieder ein bisschen sammeln. Und nach dem Kampf bekommen wir auch ein bisschen TP wieder zurück. Dank des Puddingkuchens. Sehr, sehr gut. Also die Nahrungsmittel sind eigentlich dann doch ganz praktisch, wenn man so darüber nachdenkt. Aber trotzdem mache ich irgendwie viel zu wenig Gebrauch davon. Und noch mehr verrottete Knochen, was soll ich damit? Ich habe doch schon genügend davon. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja. Auf jeden Fall ist hier sowieso nichts. So, und ansonsten bleibt uns nur noch dieser eine Gang da. Den erkunden wir nochmal eben schnell, auch wenn sich der Part wieder langsam dem Ende widmet. Oh, und da geht es dann noch irgendwo weiter. Oder geht es da vielleicht zurück? In dem Bereich hier. In der ersten Etage, den wir nicht betreten konnten. Könnte natürlich sein. Deine Katze ist zurückgekehrt. Den Kampf möchte ich noch eben ausweichen. Goldstaub. Sehr schön. Ich glaube, die ganzen Erze und Staube waren auch ganz gut für diese Spezialanfertigung zu gebrauchen. Ich glaube, wir schicken unseren Kater jetzt mal nach Leront. Da war er noch überhaupt nicht. Und soll dort mal ein bisschen was suchen. Während wir hier weiter in dieser unterirdischen Höhle uns fortbewegen, bis uns mal wieder eine Fledermaus vor die Linse läuft. Und ich hasse Fledermäuse, deswegen die möchte ich immer zuerst erledigen. Ach, das dauert mir ehrlich gesagt wieder zu lange. Weil die blöden Golems sich die ganze Zeit schützen. Deswegen hauen wir mal eben ab. Scheiß auf die Erfahrungspunkte. Denn wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Da unten haben wir noch ein bisschen Elementerz. Sehr schön. Links ist eine Sackkasse. Und vor allem natürlich auch wieder Fledermäuse. Und ganz viele von den Viechern. Das freut mich dann gleich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Hab nicht mitgezählt, wie viele Fledermäuse es waren. Aber wir dezimieren sie im Handumdrehen. So, jetzt verbinde ich mich mal wieder mit Luga. MP sind mittlerweile wieder fast voll. Hey, und was macht der neue Gegner da? Ach, das war eine Fledermaus, das war gerade offene Echse. Aber ihr wart doch gerade noch weniger Fledermäuse. Warum wart ihr auf einmal so viele? Aber die haben ganz schön gute Erfahrungspunkte gegeben. People do tell me I've been looking beautiful these days. What? Sie haben einen Trophäe verdient. Verschiebung im großen Stil. Yippie, ayay. Liebe Leute, wir gucken nochmal. Und noch ein Titel. Maxwell. Sehr schön. Wir gucken nochmal ganz kurz am Ende dieses Ganges und stellen fest, hier ist gar nichts. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Gabelung, an dieser Kreuzung den nächsten Schnitt
Und an dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part von Let's Play Tales of Ixidia 2. Beim nächsten Mal werden wir weiter die Epsidia-Ruinen erkunden und hoffentlich auch demnächst Odin treffen und unseren nächsten Wegweiser erhalten. Könnte noch etwas dauern, die Ruine ist größer als erwartet. Ich hoffe, es war trotzdem nicht zu langweilig und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.